Also was ich heute mit Ihnen machen möchte, ich möchte eine Idee eigentlich hinüberbringen. Und zwar die Idee, wie mächtig unsere Ideen sind. Und ich fange mal mit einer Zeitgeschichte an, also nur ganz kurz, damit Sie den Rahmen wissen und die Bedeutung des Ganzen. Vor 3,5 Milliarden Jahren ist auf unserem Planeten, nach den Berechnungen und nach allem Möglichen, was wir wissen, sind die ersten Lebewesen, die ersten einzelligen Lebewesen entstanden. Das war der Ursprung der Biologie. Und dann hat die Evolution sozusagen ihren Ursprung genommen und es ist immer mehr komplex, komplexer, komplexer geworden, die Lebewesen, bis das vor ungefähr 100.000 oder 70.000 Jahre, 1.000, also das ist nicht sehr lang, 70.000 Jahre, war vom Homo, der damals Sapiens, unser Gehirn zum ersten Mal in der Lage, etwas zu denken, das es nicht gibt. Und das ist jetzt meine neue Philosophie, die ich mir jetzt aufbaue. Und ich habe die Welt in 3 Töpfen geordnet. Also der Topf Nummer 1 enthält alles, was es gibt, ohne unser Zutun. Das gab es, bevor wir angefangen haben zu denken. Alles, was die Evolution hervorgebracht hat. Und es ist eigentlich der Topf, mit dem sich Grundlagenwissenschaftler beschäftigen. Das ist eigentlich meine Aufgabe im Leben, ist Topf 1 zu füllen. Dann der Topf Nummer 2, da ist alles das drinnen, was der Mensch erfunden hat und deswegen gibt es. Also das ist auch reell, also das meiste wahrscheinlich in diesem Raum, gehört wahrscheinlich in Topf 2. Das sind Dinge, die der Mensch sich ausgedacht hat und in seiner Kreativität und in seiner Idee, seinem Ideenreichtum hat er Dinge erfunden und es gibt sie dann auch. Und Topf 3, das ist jetzt dieser mächtige, wichtige Topf, der Unordnung bei uns schafft, das ist der Topf, wo alles drinnen ist, was der Mensch sich denkt, was es aber nicht gibt. Und dieser Topf 3 ist extrem mächtig, weil er leitet uns in vieler Hinsicht, macht er vieles mit uns. Und das ist auch das, wo die meisten Menschen sich drum streiten. Ist der Mensch ein Produkt von Topf 1, ist er in Topf 2 oder ist er eigentlich in Topf 3? Erfinden wir uns selbst? Und warum ich diese Frage so gern mag? Ich habe Ihnen gesagt, bis vor 70.000 Jahren haben wir überhaupt nicht kreativ denken können. Da waren wir eindeutig ein Produkt von Topf 1. Aber dann beginnen wir immer mehr Dinge zu erfinden, um sozusagen den Selektionsdruck der Evolution, der ja beinhart ist, zu umgehen. Wir tricksen die Evolution aus und sind eigentlich recht erfolgreich mit unseren Erfindungen von Topf 2. Und jetzt komme ich jetzt zu Gentechnik, die ist ungefähr jetzt 40 Jahre alt. Aber seit kurzem gibt es eine neue Technik, die nennt man Genomeditierung. Die wurde auch in Wien eigentlich entdeckt. Und dabei wurde etwas entdeckt, was sehr spannend ist. Man war der Meinung, dass Bakterien erstens kein Gedächtnis haben und man war der Meinung, dass sie kein Immunsystem haben. Dann ist entdeckt worden, dass manche Bakterien sterben nicht, also 99,99 lysieren, aber ein paar überleben. Und diese werden dann immun gegen diesen Virus. Das ist jetzt die Grundlagenforschung, wie diese Bakterien resistent gegen Viren werden. Gut? Und jetzt kommt der Ober-Über-Drüber-Hype. Dieses Protein mit der kleinen RNA kann man in jede andere Zelle hineingeben. In menschliche Fliegen, Fische, Pflanzen, you name it. Mit dieser Technologie können wir eigentlich das Ende der genetischen Krankheiten propagieren, theoretisch. In der Forschung ist es allgegenwärtig. Mit der Methode können wir alle Mutationen machen, wie wir haben wollen, in Mäusen, in Fischen, in Hefen. Also wir können sozusagen alle, als Forschungsobjekt können wir alles herstellen. Und es wird sehr viel diskutiert, wie wir ethisch damit umgehen. Aber warum erzähle ich Ihnen das? Was ist der Zusammenhang mit meinen anderen Geschichten? Erfinden wir uns eigentlich jetzt selbst? Ich habe Ihnen vorher gesagt, der Mensch seit 70.000 Jahren tut ständig etwas, um sich sozusagen stärker zu machen, schöner zu machen, gegen die anderen durchzusetzen. Er macht was gegen Krankheiten. So wie wir jetzt ausschauen, würden wir nicht ausschauen, wenn wir nicht sozusagen ein Bild in Topf 3 von uns selbst hätten. Der Mensch beeinflusst sozusagen seine Evolution stark. Und jetzt hat er ein Instrument in der Hand, um es genetisch effizient wirklich zu ändern. Und haben wir ein Ziel, das ist ja auch Topf 3, ein Ziel haben. Eigentlich unser Ziel wäre zu überleben, dabei Topf 3. Die anderen wollen reich werden,
Aber wir müssen überlegen, haben wir als Menschheit ein Ziel? Haben wir überhaupt die Wahl? Können wir jetzt weiter tun? Es hat eh kein Ziel. Es wird irgendwas passieren, aber es ist die Frage, haben wir es in der Hand, haben wir es nicht in der Hand? Und dann höre ich jetzt auf. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.